13 Jahren haben Kletterer aus dem Oberwallis auf einen Niemann-Kletterführer müssen warten. Während der 6. Auflage von Bergbuch Brieg haben dann Erik Pointner und Egon Felder ihre 3-jährige Arbeit an der Vernissage vorgestellt. Die Vernissage hat sich als Publikumsmagnet entpuppt. Der Vorlesungssaal war bis auf den letzten Platz besetzt. Nach 17 Jahren war dann Niemann Vierer dennoch nötig. Ich bin sicher, in kurzer Zeit ist das schon wieder überholt. Es wird so viel neu gebaut. Ja, nach 17 Jahren sind natürlich schon viele Routen sind nicht mehr aktuell gewesen. Viele Gebiete sind nicht mehr so gut abgesichert gewesen. Und inzwischen hat man schon wieder ganz andere Gebiete gehabt. Und so hat sich das eigentlich aufgedrängt. Viel Herzblut steckt im Niemann Vierer. Detailliert und umfassend werden verschiedene Routen und Gebiete erklärt. Mit Bildern wird der Vierer ergänzt. Erik Pointner hat an der Vernissage vom Erarbeiten vom Vierer erzählt. Mit der neuen Route, das Bad Schiedertal mit neuer Route oder der Klassiker, die Sparrenwand in Saniglas, für nur ein paar wenige Beispiele zu nennen. Für mich sind die weniger bekannten, mehr sehr lange Türen, verteilt im ganzen Oberwallis also ein bisschen wieder der heimliche Höhepunkt in dem neuen Vierer. Ein paar Routen haben wir gesehen, die letzten 4 Jahre. Ein Haufen haben wir geklettert, aber nicht gerade alle, sonst wären wir auch besser dahinter. Und ein Haufen Gebiete sind eigentlich auch während der Ausarbeitung von dem Vierer neu entstanden oder grösser gekommen. Wer jetzt erst einmal geschaut, ist einen Überblick zu verschaffen. Was sind schon Gebiete, die bekannt sind, Gebiete, die erkennen, was sind neue Gebiete, neue Sektoren. Und dann hast du mal geschaut, wie gross ist der Arbeitsaufwand, wo müssen wir vor allem Zeit investieren. Und dann nachher eigentlich von A bis Z alles durchgeackert, Gebiet für Gebiet angegangen. Er hat das mit den Erschliessern zusammen angeschaut, weil ich sehr viele Informationen können liefern, sehr viele Gebiete euch gezeigt haben. Und so ist das Werk langsam gewachsen. In 17 Jahren hat sich der Klettersport rasant weiterentwickelt. Der Egon Felder hat aus dieser Beobachtung seine Schlüsse gezogen. Also in den letzten Jahren ist da sehr viel gegangen. Ich weiss, wenn wir vor 20 Jahren die erste Route gebohrt haben, haben die ganz anders ausgesehen als heute. Dann haben wir zum Beispiel der Stammplatz, ist da gewesen, wo man gut stehen kann. Und heute ist der eigentlich zu Süßrost auf allem Eck, dass die Seile keine Reibung hat. Und so haben wir mit der Zeit die Häuferrouten müssen sanieren, weil ja, es ist nicht verboten, geschädigt zu werden. Und so haben wir viel lernen, wie es in anderen Gebieten ist, in Frankreich, Italien und auch zum Teil in anderen Landesteilen von der Schweiz. Und da ist eine grosse Entwicklung gegangen. Vom Sicherheitsstandard, aber auch von der Seilführung. Vom Material, jetzt ist das ziemlich alles rostfrei. Da ist viel gegangen. Eine andere Geschichte erzählt das Buch «Am Berg kannst du dich nicht verstecken». Der Unternehmer Gerd Vogel und der Bergführer Walter Laserer haben die Gemeinsamkeiten von Wirtschafts- und Bergführer untersucht. Wie kommt es zu einer solchen Zusammenarbeit? Ja, ich habe den Walter Laserer, den habe ich kennengelernt. Der ist schon vom Everest zurückgekommen mit einer Serviertochter von Griechen. Und die musste abbrechen, 300 Meter unter dem Gipfel mit Jetstream-Winde. Und ja, dann habe ich mit ihm geredet über Führung und was ich mache. Und er hat mir erzählt, was er macht. Und da haben wir so viele Parallelen entdeckt. Und dann haben wir einfach verschiedene Anlässe gemeinsam moderiert. Und dann hat uns eine junge Frau mal plötzlich gefragt, ob wir dazu nicht ein Buch machen wollen. Bergführer, Manager und Politiker sind jeder auf seinem Gebiet ein spezieller Schlagmensch. Am Berg kannst du dich nicht verstecken, soll zeigen, was Führung ausmacht. Der Buchtitel ist übrigens von Walter Laserer. Auf die Frage, was der Unterschied zwischen Manager und Bergführer sei, hat er gesagt, am Berg kannst du dich nicht verstecken. Das Buch ist aber auch eine Kritik an die wirtschaftliche Führungskraft. Bei allen, die führen, gibt es einfach auch keine Ausrede mehr dafür, wenn sie mit Menschen so umgehen, dass die in Widerstand gezwungen werden. Wenn sie gucken, in den Unternehmen arbeiten gerade noch mal knapp 20% der Leute mit Freude und Begeisterung. Das ist einfach eine Bankrotterklärung an die Führungskräfte. Ja, das Wichtigste ist vielleicht, beide haben Verantwortung für Menschen. Hochgradig. Und wenn der Bergführer, wenn der nicht funktioniert und nicht gut zusammenschafft mit den Leuten, dann wird es schwierig bis tödlich. Und wenn ein Unternehmensführer mit seiner Mannschaft nicht gut schafft,
dann geht es auch oft tödlich fürs Unternehmen aus. Also wenn die nicht wirklich mit ihren Mitarbeitenden Höchstleistungen bringen und das leidenschaftlich wollen, dann funktioniert es nicht. Und das ist die Gemeinsamkeit. 1000 neue Erscheinungen hat es am Bergbuch Brieg zu sehen gegeben. Dieses Jahr sind über 3000 Besucherinnen und Besucher ins Zeughaus zu Brieg gekommen, um dem Festival beizuwohnen. Das ist ein neuer Rekord. Am Bergbuch Brieg hat es aber nicht nur deutsche Literatur zu lesen gegeben. Das hat mit der Geschichte des Festivals zu tun, erklärt Andreas Weissen. Also entstanden ist eigentlich wegen der Bücher, Bücherstellung Montagna Libre in Italien. Ich bin um 97 drei Monate in Italien angereist, bin auf Trento gekommen und habe da die Ausstellung gesehen. Jetzt mal sind es so 600 Büchtitel, alles zusammen in Erscheinungen, in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Ländern. Und mich in den Sprachen und Ländern, vor allem Alpenräume, immer sehr interessiert. Und das habe ich gedacht, dass etwas müsste man auf Brieg bringen. Bücher in verschiedenen Sprachen, interessante Autorenlesungen und Fachsimpel mit Berg- und Buchfreunden. Das Konzept von Bergbuch Brieg geht auf. Zum dritten Mal ist das Festival im Kulturzentrum. Insgesamt 50-Stunden-Programm hat es am Festival gegeben. Das braucht einen Haufen Organisation und Einsatz. Neben der lärmigen Ausstellungshalle hat es gerade an Bord daneben ein ruhiges Plätzchen gegeben, wo muss ich euch einmal in ein Buch vertiefen? Das ist so, dass wir eine ganze Gruppe sind von Leuten, also ein Dutzend, die das ganze Jahr schauen. Das sind vor allem die beiden Buchhandlungen auf Platz Brieg. Da haben wir den Werlebeul in der Kämpfer Daniela, die natürlich sehen, was die Verlage nicht bringen tun. Danach sehen wir hier und da mal in einer Zeitung eine Buchbesprechung. Man kehrt vom Verlag. Wir sind in der Zwischenzeit so weit, dass Verlage sich beischmeldet. Die haben dann sagen, ihr hättet etwas Spannendes, ein Autor, der gerne mal an das Festival kommt. Wir sind in der Zwischenzeit in der glücklich, zum Teil hat es ein Herz in der traurigen Lage, dass wir Leute müssen sagen, nein, das Programm ist voll, wir haben leider keinen Platz mehr. Mit dem Ende des Bergbuch Brieg Festival fängt die Organisation von der 7. Auflage an. Das Festival soll zwar wachsen, aber trotzdem in einem bescheidenen Rahmen bleiben. Ausgeblieben soll das Festival nur so fest werden, wie es die Lokalitäten im Zeughaus zulässt.